wird ihm für den Rest seines Lebens unvergessen sein. Und da ist er sich gewiss, seiner Zeit als er nach diesem heroischen Erfolg beschwingten Schrittes, erhobenen Hauptes und stolz geschwellter Brust das Burgtor durchschritt, hörte er noch den Ruf, wann immer er will, er kehre gern zurück. Er ist beglückt, dass der Tag seiner Rückkehr ausgerechnet heute gekommen ist und ihm die Gelegenheit gegeben war, von seinen Heldentaten zu berichten, zu diesem besonderen Anlass. Das Publikum möge ihm verzeihen, dass er nicht gewillt ist, sein Geschick im Bogenschießen erneut vorzutragen, denn damals waren deutlich weniger treffbare Menschen anwesend als heute. Und nun ist es Zeit für alte und für neue Helden. Seid Dank. Aber Dank, Edgar Pilner, für die Kundgabe eurer Heldengeschichte. Und seid euch gewiss, wann immer es euch gelüstet, eure Fertigkeiten im Bogenschießen zu festigen, seid uns auf das Herzlichste willkommen. Es wäre nun der Moment, fortzufahren mit der feierlichen Eröffnung des ersten Turnais. Doch noch einmal möchte er bitten, noch ein paar Worte des Dankes und der Ehrerbietung an bestimmte Menschen zu richten. Und dabei könnt ihr uns helfen. Dass solch ein Turnier in diesem Umfange ein mühsam Unterfangen ist, ist ohne Zweifel. Es ist das überhaupt erst möglich durch eine Vielzahl an helfenden Händen. Und so wollen wir auch heuer unseren Helferinnen und Helfern unseren Dank bekunden. Dabei könnt ihr uns helfen mit einem lauthalsigen Zum Dank. Danke. Er deutete euch, wie er es meint. Er spricht den freiwilligen Helferinnen und Helfern. Und ihr sprecht danach laut Zum Dank. Wohl an denn. Den freiwilligen Helferinnen und Helfern. Dem Flecken Königstein und seinem Gefolge. Den Wachtleuten vom Kalten Born. Der Garde des IHS. Den Feuerwehren zu Königstein. Und den Rettern vom Roten Kreuze. Hervorragend. Weil es so viel Freude macht, wir haben ein paar Ehrengäste. Denen wollen wir Gleiches zukommen lassen. Wir tauschen den Begriff zum Dank gegen zur Ehr. Das Burgfräulein Elena gefangen genommen. Im Keller der Burg Königstein wohnt ein großer, gefährlicher Drache. Dem bösen Ritter ist jedes Mittel recht, um den Drachen zu fangen. Er möchte ein hübsches Burgfräulein als Köder einsetzen, um den Drachen herauszulocken. Was mit dem Mädchen passiert, ist ihm egal. Hört ihr den Drachen? Habt ihr gehört? Kinder, wollen wir ihm mal zeigen, was wir davon halten, was er hier tut? Was sagen wir dazu? Handburg, was wollt ihr tun, um eure Tochter wiederzubekommen? Müssen wir uns fest mit einem Wettkampf? Mit ihnen! Und mit diesem Mann! Und da wollt ihr gewinnen? Um seine einzige Tochter zu befreien,
fordert der Burgherr Siegmund den bösen Ritter zum Turnier heraus. Wenn Ritter Siegmund gewinnt, kommt seine Tochter frei. Wir wünschen ihm Glück. So, dann. Ihr habt's gehört. Ein Turnier soll's richten. Mannen, so kommt der Ball. Herald! Karpfleck, was denn nun? Nicht mal seinen eigenen Knappen hatte er im Griff, aber ein Turnier will er reiten. Grafnik, was denn nun? Hauptmann, ja, fahr fort. Richte das Turnier, wenn es sein muss. Fangen wir halt ohne Grafnik an. Was soll's? Ah, habt ihr ihn in der Taverne vergessen gestern Abend? Ja. Ich habe nichts anderes von euch erwartet. Nun dann. Mir scheint, die erste Übung, die hier aufgebaut, wird der Speerwurf sein. Ja, bewaffnet mit einem Speer auf diese Schilde reiten, die hier gehalten werden von zwei in der Recken. Nun auf ein Wort, mein Herr Reut. Wollt ihr die Herren nicht einfach vorstellen im Einzelnen? Oh, ich vergaß. Ja, ich vergaß. Männer, macht etwas Platz. Ich vergaß etwas Wichtiges. Ich vergaß, unsere hohen Herren vorzustellen. Es tut mir leid, Volk. Nun, auf der einen Seite haben wir die Kompanie um den Herrn von Ottenburg, angeführt von Siegmund von Ottenburg, dem Vater unseres Burgfräuleins. Ja, und auf der anderen Seite, ihr habt ihn schon gehört, das Großmaul, den tun ich gut, der die andere Kompanie führt. Es ist Michael von Grafneck. Genau das will ich hören. Grafneck, bemüht euch nicht. Des Ottenburg zur Ehre unseres Burgfräuleins angetreten, Heinrich von Coneberg, Jubelvolk, und unterstützt von Grafneck von Philipp von Falkenstein! Und zuletzt aus der Kompanie des Ottenburg, aber nicht weniger geachtet, Markus von Kaltental! Jubelt! Unterstützung finden, holen er sich seine Streiter, sogar aus dem fernen Norland. Hier ist Efrig O'Brien. Nun, aber ich denke, einer fehlt noch, denn wir können kein Turnier reiten
oder einen, der schlichtend eingreifen kann, der die hohen Herren in die Schranken weist. Es ist unser Marschall. Und namentlich sei er genannt, Erik von Schwanenhain. Gebt ihm einen Jubel und ein Handgeklapper. So dann. Hauptmann. Antreten und das Volk grüßen. König Schneider und Königin. Nun, ihr habt den Marschall gehört. Reiter, ihr sollt einen Gruß entrichten an unsere hohe Dame und an die Ritter von Königstein. Nun folgt dieser Gruß, gebührt euch. Und dieser Gruß gilt unserer hohen Dame Dorothea von Wissenhorn. Sie schreibt die Punkte beim heutigen Turnier. Zwei Punkte steckt er neben der Raute im Schild. Ist das ein Punkt? Steckt er in einem der beiden Schotten? Ist das nicht so gut? Nun, meine Herren, Grafenegg und Ottenburg beginnen. So sei es. Der Marschall ganz frei. So zeigt mir, was ihr könnt. Oh, zwei kräftige Würfe. Und beide trafen die Raute. Wohl getan, meine Herren. Auch hier Grafenegg. Schweigt. Es ist besser, euch nicht zu hören. Heute steht bereit Heinrich von Koneberg und Philipp von Falkenstein. Der Marschall hat frei. So, holt euch den Speer. Falkenstein traf. Konebergs Ross ist etwas feurig. Und? Er trifft, aber leider zu zaghaft. Auf Falkenstein wohl getan. So ist es an Elfriede Brian und Markus von Kaltental. Der Marschall ganz frei. Nun denn. Wollen wir sehen, welche Kompanie hier fliegen kann? Ein zielsicherer Wurf von Kaltental, aber leider zu schwach. Und O'Brien? Ja, gerade noch so in der Raute. Ja. Ich denke, ja. Ich sehe noch nichts. Ich sehe drei der Wappen. So haben wir bei dieser Übung wohl drei der Siegerfolg. Und es sind Siegmund von Ottenburg, Michael von Grafenegg und Elfriede Brian. Wollt ihr euch nicht den Volke zeigen? Herren! Oh mein Gott! Marschall, was? Was wollte ich denn? Keine 5 Minuten, hat man Ruhe. Er hat gezuckt. Ach. Hauptmann, werde so freundlich. Ja.
Habt ihr daraus gelernt? Ich weiß, ihr gehört beide zu Grafeneck. Ich weiß, in diesem Haufen gibt es keine Ordnung. Und ich weiß, ihr werdet sowieso schlecht bezahlt. Aber bitte, beleidigt mich nicht. Nun denn! Hauptmann! Weiter, der Roland! Männer, ihr habt's gehört. Volk, ich weiß nicht, ob ihr den Hauptmann auch da oben hören könnt. Wir kommen zur nächsten Übung. Wir kommen zum Roland. Geritten wird diese Übung von unseren Herren auf zu Ross mit der Lanze. Mit einer stumpfen Grönlein-Lanze, um genau zu sein. Ziel hierbei ist es zuerst, ein kleines Schild hier vorne zu treffen, auf das es sich drehen möge. Danach ist das Ziel der Roland. Zur Erklärung, der Roland hier, mein liebster Trinkkumpan aus Holz und Eisen. Liebster Trinkkumpan aus zwei Gründen. Er redet nicht, ich habe meine Ruhe. Er trinkt nicht, das Bier bleibt bei mir. Das Schild muss mit der Lanze gestoßen werden, auf das er sich dreimal dreht. Das Problem hierbei, ihr seht's, die feurige Kugel am anderen Arm. Ist der Reiter zu langsam, wird er von dieser Kugel aus dem Sattel geholt. Nun denn, die Bahn ist bereitet, wie mir scheint. Sie brennt. Meine Herren! Sie brennt. Ah, wer beginnt? Grafeneck? Ihr? Ich hab's gefunden. Und dann? Seid ihr sicher, dass ihr trefft nach dem gestrigen Abend? Ja? Ja, das sind zwei. Oh, ich glaube, drei werden das nicht mehr. Das tut mir ach so leid. Gut. Das erste Ziel hattet ihr aber. Ach, leider nicht das zweite. Nun, Sigmund, ich weiß, dass ihr das könnt. Ihr dürft. Bedenkt, es geht um eure Tochter. Au, ja? Ja? Yeah. Wohl getan! Und so macht sich bereit Philipp von Falkenstein. Die Bahn gehört euch, der Marschall ganz frei. Oh. Und das erste gefehlt, das zweite. Ja, zwei. Ja, das sind drei. Muss man anerkennen. Wohl getan, mein Herr. Und es macht sich bereit, Heinrich von Koneberg. Ab dann. Die Bahn gehört euch. Ihr dürft. Ah, und ein kräftiger Stoß auf den Roland. Drei Umdrehungen. Wohl getan. Ich habe eine Frage an euch. Wie viel zahlt er? Ja, ich hab's befürchtet. Wenn er auch keinen Anstand hat, Geld hat er. So lang. Ihr dürft. Ho! Oh! Oh! McBaller, was war das? Ihr habt gedacht, ihr seid für Grafeneck. Ja.
Ja, gut. Das hätte er vielleicht bedenken müssen, wenn man Iren und Schotten in einer Kumpanei aufnimmt, dass die sie nicht ganz grün sind. Ja. Marschall, was kommt das? Was folgt? Wir werden ihn züchtigen! Er wird das Ziel? Ja, er wird auch. Oh, das ist schön. Habt ihr es gehört, Volk? Der Johnny Burnett störte den Anritt unseres Iren. Nun, so sei er das Ziel für die Lanze. So dann, Burnett, seid ihr euch sicher? Wollt ihr nicht auch lieber ins Loch? Ja. Falsche Richtung. Ihr dürft. Komm, zeigt mir, was ihr da könnt. Das ist ja. Das wird immer besser. Wer putzt die Axt? Die Axt putzt richten. Mal sehen, wie klein er danach ist. Ja. Ja. Unten liegt er. Hat er genug? Der braucht bei euch doch nicht. Das ist. Ja. Aber Volk, ich denke, dem Herrn Efrig steht noch ein anderer zu, da er so wüst unterbrochen wurde. So weit dann. Oh, schnell. Ja, schnell, aber nicht sehr treffsicher, aber das werden. Was? Nein! Knappe! Marschall, waren das drei? Das waren keine drei! Das waren keine drei! Volk, was meint ihr? War das drei? 400! Ihr habt's gehört! Nun denn! Markus von Kaltental! Den Kleinen und den Großen. Eins, zwei und Marschall, sind das? Aber ganz exakt drei, aber ganz genau drei. Oder Volk, was meint ihr? War das drei? Ja, das. Lasst mich da raus, Grafeneck. Lasst mich unbehelligt, ich bin unschuldig. Nun, aber wir scheinen auch unsere Dame Dorothea hat ein gutes Auge und Sieger beim Roland Siegmund von Ottenburg. Ja, wir
das sollte er. Ich sehe richtig, wir kommen zum Krautkopfschlagen. Mangels echter Köpfe gibt's Köpfe aus Kraut. Aber auch die kann man schön teilen. Und bei dieser Übung reiten unsere Herren hoch zu Ross mitnichten mit dem Schwerte, sondern sie haben die freie Wahl der Waffen. Abgesehen vom Schwert können sie alles nehmen, was da drüben jetzt bereitet wird. So sehen wir hier vorne. Kohleberg trifft. Nur noch, ja, vielleicht macht Krautsalat. Nein. Das ist, ich bin viel zu fettig, das verkraftet er nicht. Das tut ihm nicht gut. Der muss auf seine Linie achten. Wenn ihr das schon nicht tut. Wir haben, ja, beim Krautkopfschlagen sind beide. Der Kumpanein punkt gleich auf, somit ist ein Punkt für beide Kumpanein. Nun, ihr dürft euch auch gerne in Folge zeigen. Ich weiß, Grafnick ist ja das nicht gewohnt. Ihr dürft auch eure Kumpanein mitnehmen. Aber, ja. Der reitet von gerne rein. Tut mir leid, meine beiden Herren. Nun, so sei es, ihr habt den Hauptmann gehört. Mannen, baut die nächste Übung auf. Wir kommen zu einer Übung, wiederum geritten mit einer Lanze. Nun, aber nicht mit der stumpfen Grönlein-Lanze, sondern nun haben wir Lanzen mit einem spitzen, scharfen Blatt. Zieh hierbei einen kleinen Apfel hier vorne an einem Galgen hängend. Dieser muss gestochen werden. Und das zweite Ziel wird ein Strohkopf sein. Sieht ungefähr gleich aus wie Grafnecks Gesicht. Steht da hinten auf einem Ständer. Dieser muss mit der Lanze gestochen werden. Nicht gestoßen, gestochen. Heißt, er bleibt auf der Lanze stecken. Nun, da kommt der Strohkopf und Ottenburg, ihr beginnt. So sei's. Marschall, ist der Aufbau euch so genehm? So sei's. Die Bahn ist bereitet. Ottenburger steht bereit. Und den Apfel gestreift, wie mir scheint, aber nicht sauber gestochen. Tut mir leid, mein Herr. Aber komm, zeig's dem Strohkopf. Und, ach, der ist gar nicht schwer. Keine Punkte für euch, Sigmund. Aber wenn ich mir den Punktestand da hinten zur Hand gucke, ja, bisher seid ihr gleich auf mit Grafnick. Ja, also, Grafnick, wollt ihr wirklich auf euren Zwillingsbruder reiten? Seid ihr euch sicher? Ja, dann, ihr dürft gern zum Grafnick. Oh, ja. Muss man neidlos anerkennen. Der Stoß war schön. Und? Ja. Ich zieh den Hut. Nicht gern, aber ich tu's. Und Heinrich von Kohneberg. Der Apfel hängt wieder. Der Strohkopf steht auch wieder auf dem Ständer. McMauler, lass das Burgfräulein in Ruhe.
alt. Das ist nichts für euch. Nein. Einfach nein. Nun. Ihr verschreckt übrigens Konebergs Pferd. Habt ihr das gesehen? Und dann, die Bahn ist bereit. Ach. Nun, soll er den Strohkopf? Na, leider aufgefehlt. Aber ich glaube, die Schuld geht wirklich an den Herrn McMauder. Ihr habt das Pferd so verstört, wie soll er da treffen? Mit diesem Anblick. Das geht doch nicht. Ja. So, steht bereit, Philipp von Falkenstein. Den habt ihr gefehlt. Und nun? Ja. Auch das war nichts. Graf Leck, ihr solltet eure Leute besser aussuchen oder besser bezahlen. Eins von beiden, oder vielleicht beides. So kommt Markus von Kaltental. Ihr dürft den Marschallgang frei. Und den Apfel getroffen, ja. Der hat eindeutig einen schönen Schnitt. Und nun den Strohkopf. Ja, gestoßen, aber leider nicht gestochen. Aber wohl getan, mein Herr, wohl getan. Und es steht bereit, Herr Frigg O'Brien. Der Apfel hängt, die Bahn ist frei. So, zeigt mir, was ihr könnt. Oh, ja, yeah, ein schneller Weg auf einen sehr kleinen Apfel. Wohlgetan, mein Herr. Und ein schneller Weg auf den Strohkopf, aber auch hier habt ihr nur gestoßen. Ja. Nein, ich will das nicht sagen. Nun folgt siegreich mit der Spitzenlanze die Kumpanei. Das ist einfach Graf. Finden wir nicht gut, oder? Nicht so wirklich gut. Nein, nein. Nein, nein. Nun, Hauptmann. Oh, das hält. Könnt ihr für Graf nichts Hals nehmen? War schon? Nein, oh, schade. Schade, schade. Nun, bereitstehen werden zwei Ziele. Das sind zwei Helme. Diese stehen auf, ja, nennen wir es Hälse. Zwei kleine Klötzlein. Geschlagen werden muss der Hals unter dem Helm. Mit dem Schwert. Und die Schwierigkeit hierbei ist, der Helm darf nicht getroffen werden. Nur der Hals. Auch der Ständer darf nicht getroffen werden. Nur der Hals. Grafnick, dreimal für euch. Der Hals, nicht der Helm und nicht der Ständer. Der erste ist dabei noch relativ einfach. Der zweite steht hinter einem Schild. Oh, ihr wollt beginnen? Nun denn. Marschall? Marschall gab frei, Grafnick. So, zeigt mir mal, was ihr könnt. Ja, das war der Hals. Auch das war der Hals. Ja, man kann ja auch mal Glück haben. Nun, jetzt steht bereit Heinrich von Konebergs. Die Bahn ist auch wieder bereit. Der Marschall gab frei. So ist es an euch. Nein. Und?
uns war der Hals. Wohlgetan, meine Herren. Wohlgetan. Heute steht bereit Philipp von Falkenstein. Wartet noch. Der Marschall ganz frei. Ihr dürft. Wenn ihr den wollt. Ja, das war der Ständer. Herr Grafleck, eure Auswahl ist nicht besonders prickelnd. Ja. Marschall, wem gehören die beiden überhaupt? Sag mal, Pfaffenhof, wenn ich mir die Farben so ansehe. Gehören die zu euch? Könnte das sein? Blau, blau, blau. Ja. Blauer Wappenrock, nicht besonders helle. Ja. Packen wir auf das nächste Mal. Bitte vor dem Turnier, während dem Turnier und nachher noch mal fünfmal genau das. Ich hab's befürchtet. Ja, dann Latrinendienst, ist auch gut. Nun denn! Keltental! Haltet in Ruhe! Wir sind gleich soweit! Die Bahn ist bereitet! Und? Das war der Helm! Schade! Auf ein Eis! Und nun? War der Hals! Dann war es der Hals. Wohlgetan. Wohlgetan, mein Herr. Nun, Herr Freak O'Brien. Es ist an euch. Ha, das war der Helm. Das war der Hals. Macht ihr das eigentlich mit Absicht, das einfache Ziel alle nicht zu schlagen und das schwierige zu treffen? Ist das zu wenig Herausforderung hier vorne? Nun, Siegmund von Ottenburg! Gebt ihm einen kleinen Jubelvolk, ob er das treffen möge! Es geht schließlich um seine Tochter! Ja. Und dann auf den zweiten. Ja, wohlgetan. Das war der Hals. Sehr schön. Ah. Ihr macht mich traurig, Dorothea. Wir wollen doch die arme Helena nicht an den Kragen verfüttern. Ja. Wir zählen Sieger beim Hälzeschlag. Michael und Grafleck und seine Kompanie. Ihr habt heute auch nicht ganz so schlecht eingekauft. Ja, ja. Es sei das Ringestechen. War der Ring? Ah, da war es der Ring. So dann, Grafleck, wollt ihr oder einer von euch vielleicht euch bequemen? Ich weiß, ihr hört euren Namen sehr gern. Dann, der Marschall ganz frei. Eins und ah, einen Ring hat er. Und es macht sie bereit, Marc
Marsch von Kalbenthal! Meine Damen und Herren, die Ringe hoch! Zeigt, was ihr könnt! Einen, zwei und... Ah, beide an den Fliegenden, aber zwei in der Ringe. Wohl getan, mein Herr! Wohl getan! Und hier kommt Philipp von Falkenstein. Die Ringe hoch. So reitet. Einen, zwei und ja. Einen habt ihr. So war es sich bereit. Siegmund von Ottenburg. Es wird eng für eure Tochter. Die Ringe sind oben, das Katapult ist bereit. So, reitet an. Eine? Oh. Ach, ich schon wieder. Hey, Mauler, ihr lernt's nicht. Hey, Mauler, lauft! Lauft, kommt! Lauft! Oh! Geht's Ihnen gut, Hauptmann, oder müssen wir zusammenflicken? Ja, er steht noch. Er steht noch. Siegmund, lasst euch das Pferd von Ihnen nicht scheu machen. Das ist zu viel für die arme Nase des Tiers. Volk! Was meint ihr? Steht dem Herrn von Ottenburg noch ein anderer zu? Ich hört sich nicht sehr überzeugt an. Steht dem Herrn von Ottenburg noch ein anderer zu? Und dann, ihr habt's gehört, auf ein neues. Ach. Lasst euch gesagt, lasst euch das Pferd vom Schotten nicht scheu machen. Und hier kommt Öfrig Hofrey. Die Bahn gehört euch. Eins, zwei, ja, eins, warte, eins. Einen der Ringe. Wirklich? Ja. Wir kennen das Spiel schon. Leider, leider, leider. Elena, es tut mir leid um euch, aber Sieger bei dieser Übung. Michael von Grafneck, Philipp von Falkenstein, Öffrig of Rhein. Was soll ich da sagen? Geworden. Das heißt, die arme Elena soll im Drachen verfüttert werden. Ja, Grafneck, ist das euer Ernst? Das arme Mädchen, das muss doch anders zu lösen sein. Meine Herren, ich bitte euch, Grafneck. Okay, aber nur dieses Mal. Ottenburg. Ja. Aber eins muss sicher sein. Wir hauen alle zusammen den Drachen raus. Und zwar alle. Kommt hierher, wir hauen uns den Drachen. Männer, ihr habt ihn gehört. Geht zusammen! Holt den Drachen aus dem Loch! Dann soll die arme Helena auch hier bei uns bleiben!
geht er jetzt nicht rein. Mir scheint, das war von Erfolg. Hallo, der Schotte kommt raus. Und was haben die da? Grafnik, das ist euer Drache? Ach, wahrlich furchterregend. Wahrlich furchterregend, der Gute. Ja. Fräulein ist frei und der Drache wurde gefangen genommen. Und die Burg Königstein ist von nun an wieder sicher. Nürnberg! Das war unser Kinderturnier! Ich hoffe, ihr hattet Spaß! Unser Burgfräulein Helena ist wieder frei! Habt Dank, dass ihr hier wart! Wir werden nun noch einmal an euch vorbeiziehen, euch verabschieden. Und ich hoffe, ihr habt dann noch Spaß hier auf dem Markt mit lecker Speis und Trank und allerlei Waren, die hier angeboten werden. Und wo ich gerade dabei bin, geben wir doch einen besonderen Jubel für unsere beiden Wassermägde. Denn ohne die beiden wäre ich schon lang verdorrt. Und auch unsere Mann am Boden und unsere Reiter. Habt Dank, ihr beiden. Ja.